Willkommen bei Sofa Review, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zum heutigen Video. Ich habe wieder was von Gigaset dabei und ist so eine Ergänzung zum L800HX, den der, ich hoffe, glückliche Gewinner schon in Empfang genommen hat. Zumindest laut DHL ist es da. Ich habe noch keine Rückmeldung bekommen, ob alles geklappt hat oder ob die ganze Sache heil angekommen ist. Aber ich mache mal weiter mit dem nächsten Teil, denn es geht ja so ein bisschen um Smart Home und es geht darum, sein Zuhause digital zu gestalten oder digital zu kontrollieren, zu überwachen. Und da ist das Gigaset Elements. Elements heißt das ganze System und ich habe jetzt hier heute das Security Pack als Test für euch. Und das ist im Prinzip der Grundstein für einmal eine Alarmanlage mit Überwachungssystem, aber auch für Smart Home Geräte mit Steuerung von Steckdosen, von Thermostaten im Heizkörper. Und das schauen wir uns heute mal an. Ich habe bekommen die Basis, die Sirene, also das Teil, das die Lautstärke macht, und den Sensor für die Türe. Reicht also, um im Prinzip die Eingangstüre zu überwachen und von überall außerhalb gucken zu können, wie es zu Hause aussieht. Da mein Dad das ganze System schon seit Ewigkeiten benutzt, hatte ich auch die Möglichkeit, die ganzen Ergänzungen dazu auch auszuprobieren und werde da auch nochmal kurz drauf eingehen. Solltet ihr also sagen, boah, das eine hat mich jetzt richtig interessiert, was kann man damit machen? Gebt gerne Bescheid, schreibt es unten in die Kommentare, dann können wir uns auch mal einzelne Elemente noch ein bisschen genauer anschauen, was die können, was die machen, wie die funktionieren. Und wie beim letzten Mal auch, dieses System könnt ihr wieder gewinnen, dazu aber später mehr. Gigaset bietet sein Security Pack in verschiedenen Kombinationen an. Das Set, das ich hier habe, besteht aus der Basisstation, einem Türsensor und einer Sirene. Es legt also den Grundstein, um eure Eingangstüre zu überwachen und im Notfall Alarm zu schlagen. Dieser Grundstein kostet euch bei Gigaset direkt 99 Euro. Über Amazon kommt ihr aber an dasselbe Set inklusive Bewegungsmelder für nur 90 Euro, also preislich auf jeden Fall ein gutes Paket. Aber natürlich könnt ihr dieses Paket spielend einfach erweitern mit weiteren Sensoren für Türen und Fenster, Rauchmelder, Wassermelder, Bewegungsmelder oder auch Kameras bzw. Steckdosen und Heizungselementen oder Funktionsknöpfen. Aber beginnen wir am Anfang, der Box, die ihr übrigens samt Inhalt gewinnen könnt, aber dazu gleich noch mehr. In der Box befindet sich alles, was man zur Installation braucht. Also wirklich. Ihr müsst keine Batterien mehr bestellen, keine Ethernet-Kabel, alles mit dabei. Einzig die Gigaset Elements App müsst ihr herunterladen, die ist aber kostenlos und sollte relativ einfach zu bekommen sein. Und im Vergleich zur App vom L800HX, dem Lautsprecher vom letzten Video, ist die neue App wirklich richtig gut. Nach Erstellen des Accounts koppelt ihr euer System mit der Bridge, genau wie bei Philips Hue oder vielen anderen Systemen auch. Ich persönlich bin großer Fan von Systemen mit einer Bridge. Erstens gibt es deutlich weniger Traffic auf euren Router bzw. auf das Wi-Fi-Signal, da nicht jedes Thermostat und jeder Schalter autonom mit dem Router verbunden werden muss. Zweitens funktionieren diese Systeme meiner Erfahrung nach deutlich besser. Die WeMo-Stecker von Belkin zum Beispiel sind ein absolutes Chaos, da jeder Stecker eine eigene Verbindung zum Router aufbauen muss und so nie erreichbar ist oder das ganze System einfach nie funktioniert. Außerdem ist die Liste eurer Wi-Fi-Geräte nicht so lang wie ein Deutsch-Abitur und dadurch deutlich übersichtlich. Als Reichweite für die Verbindung gibt Gigaset 50 Meter in Gebäuden an. Wenn ihr nicht gerade Besitzer einer riesigen Lagerhalle seid, dann reicht das auch bei Massivbauweise, um ein komplettes Haus zu sichern. Die Übertragung findet übrigens per DECT statt, wie beim Haustelefon auch. Macht auch Sinn, da Gigaset in diesem Bereich ja wirklich mehr als genug Erfahrung in den letzten Jahren gesammelt hat. Über die App können dann Module einzeln hinzugefügt werden. Wie oben erwähnt, gibt es dazu schon einige und man kann effektiv jede Lebenslage absichern. Egal ob Einbrecher, lieber die Türe oder das Fenster nehmen, alles erledigt. Auch die Installation ist relativ easy. Zuerst setzt ihr die CR123A Batterie in den Türsensor ein. Eine Batterie liegt bei ungefähr 2 Euro, wenn ihr die Markenware von Varta nehmt. Den Preis finde ich dafür wirklich sehr fair, denn eine Batterie hält ungefähr ein Jahr, je nachdem wie stark der Sensor beansprucht wird oder auch nicht. Die Qualität der Module ist gut, sie sind leicht, aber hochwertig verarbeitet. Sollten sie bei einer UVP von 50 Euro für die Sirene und ebenfalls 50 Euro für den Türsensor auch sein. Ebenso wie beim Starter-Set ist der Marktpreis aber deutlich niedriger, mit um die 30 Euro seid ihr je Sensor dabei. Neben den Sensor auf die Türe klebt man dann einen Magneten. Wenn sich dieser entfernt, reagiert der Sensor bei einer Öffnung oder Schließung. Ebenso steckt ihr noch die Sirene in die Steckdose und koppelt auch diese über die App. Eure Türe ist jetzt vollständig überwacht. Abhängig nach Situation könnt ihr die komplette Anlage über bestimmte Profile scharf stellen oder auch deaktivieren.
Zur Auswahl gibt es zum Beispiel Urlaub oder Zuhause, sodass sich die Sensoren über die App nicht jedes Mal melden, wenn gerade irgendwo eine Tür auf- oder zugeht. Push-Mitteilungen auf dem Handy erlauben euch dann auch regelmäßig zu sehen, was gerade zu Hause los ist. Da mein Dad sich schon komplett mit den Elements-Produkten eingedeckt hat, kann ich euch neben den beiden Standardprodukten auch ein paar andere Erweiterungen zeigen. Den Bewegungssensor könnt ihr einfach in eine Ecke des Raums hängen und auch so Bewegungen in Haus oder Wohnung überprüfen. Sollte gerade ein Sturm sein, während ihr nicht zu Hause seid, könnt ihr so zum Beispiel checken, ob nur etwas gegen das Fenster geflogen ist oder ob tatsächlich jemand eingebrochen ist. Der Clou? Tiere werden vom Sensor erkannt und ignoriert. Zumindest solange ihr keine Berggorillas oder Braunbären als Haustier haltet. Der Rauchmelder Smoke passt nicht ganz 100% ins Alarmanlagenkonzept, nutzt im Falle eines Brandes aber ebenso das Signalmodul, also die Sirene, um euch nicht zu leise zu wecken. Übrigens, dank der Kopplung mit Philips Hue geht bei einem Ausschlag auch direkt das Licht im kompletten Haus in grellweiß an. Habe ich schon beim Kochen ausprobiert? Klappt. Den Wassersensor haben wir bei uns im Keller. Sollten die Heizung oder die Waschmaschine leckschlagen, gibt es sofort eine Mitteilung aufs Handy, außerdem beginnt der Sensor zu blinken und laut zu pfeifen. Natürlich kann man ihn auch im Bad installieren, um beim etwaigen Leck sofort informiert zu werden. Mit dem Button könnt ihr so allerhand anstellen. Je nach Druckmuster bzw. Dauer kann er so als Panic-Button verwendet werden oder im Fall eines Internetausfalls auch gleich die komplette Alarmanlage deaktivieren. Der Button kann dann aber auch mit anderen Geräten wie zum Beispiel dem Stecker kombiniert werden, um per Druck einen Ventilator ein- oder auszuschalten. Zu den Thermostaten habe ich ja schon ein eigenes Video gemacht, schaut euch das gerne an, da erfahrt ihr im Detail alles, was es zu wissen gibt. Wollt ihr die Funktionsweise eurer Thermostate noch verbessern, dann könnt ihr mit dem Climate Sensor ein externes Thermostat bzw. ein Luftqualitätsmesser in euer System integrieren. Erreicht der Raum eine Zieltemperatur, wird automatisch abgedreht. Außerdem kriegt ihr Empfehlungen zum Lüften, falls die Luftqualität unter einem bestimmten Standard sinken sollte. Der Universalsensor ist praktisch der große Bruder des Sensors aus meinem Starter-Set. Er erkennt, wie weit ein Fenster geöffnet ist und funktioniert auch bei Schiebetüren oder Dachfenstern, also etwas spezielleren Situationen. Und was die Kamera macht, dürfte auch klar sein. Diese hat aber übrigens auch noch eine Infrarot-LED verbaut, beziehungsweise mehrere davon, und erlaubt euch so auch nachts für Sicherheit bei euch zu Hause zu sorgen. Die Steuerung des ganzen Ökosystems klappt übrigens ganz intuitiv per Alexa oder Google Home. Solltet ihr zum Beispiel schon den L800 HX von Gigaset haben, um den es im letzten Video ging, dann könnt ihr einfach den entsprechenden Skill herunterladen und das System mit eurer bezaubernden Stimme steuern. Ich habe ja am Anfang gesagt, ihr könnt das System gewinnen, also diese drei Sensoren, inklusive allem, was dabei ist, eine Batterie, Ethernet-Kabel, Stromkabel. Ihr könnt das Ding zu Hause anstecken, mit eurem Android- oder iOS-Gerät konfigurieren und dann komplett nutzen. Oder eben auch mit dem L800 HX, der wirklich coole Funktionen erlaubt. Wenn ihr mal da ganz genau reinschauen wollt, über die Webseite kriegt ihr alle Befehle, zum Beispiel Optionen wie Alexa, ich bin zu Hause angekommen. Dann kann ich das ganze System umschalten von es ist niemand zu Hause auf daheim und kriegt nicht mehr permanent Benachrichtigungen und das ganze System ist praktisch nicht mehr scharf geschalten, falls irgendwas passieren sollte. Ich kann aber auch eigene Profile schalten, wenn ich jetzt sage, ich bin zwar unten, aber wenn oben jemand einsteigen sollte, im ersten oder zweiten Stock, will ich trotzdem noch benachrichtigt werden. Könnt ihr über die App alles so konfigurieren, dass es euren Ansprüchen genügt und ihr praktisch die perfekte Überwachung für euch habt. Wie könnt ihr das Ganze jetzt gewinnen? Ja, beim letzten Mal wohl. Ich glaube, es war einer, ich bin mir nicht sicher, ich vermute mal. Es gab Schwierigkeiten zu verstehen, wie schreibe unten in den Kommentaren, was du damit machen möchtest. Habe ich mir diesmal noch was anderes überlegt. Ich verlinke unten, ist der oberste Link, ihr müsst also nicht lang suchen, in der Infobox ein Bild auf Instagram. Das liked ihr einfach und dann ist die Sache gegessen. Ich kontaktiere euch dann über Instagram, schicke euch eine Nachricht, sobald dieses Gewinnspiel abgelaufen ist. Ende des Gewinnspiels wird sein der 16. März, also ein Sonntag. Ende des Gewinnspiels ist Sonntag, der 15. März, also bis 23.59 Uhr. Dann gucke ich nach, hey, wie sieht's aus, wer hat gewonnen. Wird einfach zufällig entschieden. Das heißt, diesmal müsst ihr nicht kreativ sein, ihr müsst einfach nur dieses Bild liken und die Sache ist gegessen. Und ich schreibe euch dann über Instagram, ihr habt wie das letzte Mal auch eine Woche Zeit, euch zu melden, eure Adresse zu schicken. Ich schicke das Ding kostenlos zu euch und ihr habt das komplette System bei euch zu Hause. Es ist wie immer die Produkteinheit, das Set, das ich hier getestet habe. Das heißt, es ist nicht OVP, aber die Produkte sind komplett neuwertig. Ich mache sie ja nicht kaputt, zumindest in der Regel. Ich schreibe auch unten in die Infobox nochmal alle Informationen, die ihr dazu wissen müsst. Ausschluss, was ihr wissen müsst, rechtlich und so weiter. Aber grob, Link drücken, liken und fertig.
Zum Gesamtpaket muss ich sagen, nachdem das Gigaset Elements Paket am Anfang oft deutliche Probleme hatte, funktioniert es mittlerweile so zuverlässig, dass ich es euch für die Überwachung eures Zuhauses klar empfehlen kann. Für ein Museum oder eine Lagerhalle mit teurem Inhalt ist der Fehlalarm alle 2 bis 3 Monate vielleicht nicht optimal. Im privaten Gebrauch, bei dem Gesamtpreis, kenne ich aber kein System, das wirklich zuverlässiger arbeitet und auch eine so intuitive App bietet. Nur wie immer, ohne HomeKit ist es für mich ein deutlicher Nachteil, zumal man das komplette Paket wirklich sehr gut mit anderen Produkten verbinden könnte, die bereits HomeKit-kompatibel sind. Vielleicht liefert Gigaset in Zukunft ja mal eine neue Bridge aus, die sich auch mit dem HomeKit-System koppeln lässt oder bietet anderweitig Möglichkeiten, das ganze System in die komplette HomeKit-Welt zu integrieren. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt so einen kurzen Einblick gegeben darüber, was das System kann, was es macht, wo die Stärken sind. Am Anfang musste ich meinem Dad noch relativ oft helfen, was die Systeme geht, koppeln, neu koppeln und so weiter. Also funktioniert am Anfang noch nicht so ganz richtig. Mittlerweile ist es so, wir haben unten in der Tiefgarage, da sind wirklich dicke Betonwände dazwischen, also wirklich dick. Diese 50 Meter werden da extrem reduziert. Aber in der Tiefgarage hängen 3 Smoke-Melder für den Fall, dass irgendwie eins der Autos in der Garage brennen sollte. Und der Empfang ist so gut, als dass es durch dieses komplette, da vor uns steht nochmal ein Reihenhaus, durch diese Reihenhaus-Siedlung durch die Keller durchgeht, zu uns in die Keller rein. Also es sind wirklich 20, 30 Meter mit dicken Betonwänden. War ja auch lang genug sonnig, ne? Reicht jetzt wieder. Man muss nicht übertreiben. Es ist März. Du solltest einen Blitz aktivieren. Danke für die Idee. Coole Sache. Hier ist ein Knopf. Den kann man drücken. Schön. Wusstet ihr, dass sich ein Föhn in Amerika mit 10 Umdrehungen mehr pro Sekunde dreht? Aufgrund der höheren Herzzahl des amerikanischen Stromnetzes, weil die meisten Föhns die Spannung als Umdrehungszahl nutzen. Das heißt, in Europa haben wir ungefähr 50 Hertz auf dem Stromnetz, heißt 50 Umdrehungen pro Minute. In Amerika sind es 60 Hertz, deswegen 60 Umdrehungen. Ist wie Nitro bei Need for Speed. Ich habe die Sonne wieder aktiviert. Auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch einen guten Einblick gegeben in das Ganze. Wie gesagt am Anfang, wenn ihr sagt, boah, dieser Climate Sensor in Verbindung mit dem Thermostat, das würde mich jetzt mal interessieren, dann gebt einfach Bescheid, da können wir auf jeden Fall noch ein Video drüber machen, das ist wirklich spielend einfach erklärt. Ich bin diesmal wirklich überzeugt, bei dem L800HX war ich ja mit der App so ein bisschen so, ja, wir haben gerade Solarzellen aufs Dach machen lassen. Und diese App dazu sieht aus wie für 90,95. Und ich finde, in der heutigen Zeit, wenn ich ein digitales Produkt anbiete, muss die App dazu passen. Und das ist bei Elements wirklich gut. Um nicht zu sagen sehr gut. Also schöne große Button, alles gut erklärt. Die Menüführung ist klar. Ich finde sofort, was ich machen möchte, wenn ich nicht zum ersten Mal ein Smartphone in der Hand habe. Wirklich da ganz klare Empfehlung. Auch die Zuverlässigkeit ist mittlerweile auf einem sehr hohen Niveau. Wieder Beispiel Solarzelle. Als die festgemacht wurden, hat der Fenstersensor zum Beispiel direkt ausgeschlagen. Da haben wir zum ersten Mal gesehen, ja, wenn jemand mit einer riesigen Bohrmaschine am Dachstuhl irgendwas machen sollte oder mit einer Säge, dann funktioniert der Sensor. In der Küche habe ich auch schon öfter ausprobiert, ne? Wenn du was zu lange am Ofen stehen lässt und dann mal rausgehst. Ja, der Rauchmelder funktioniert auch sehr gut. Die ganze Bude leuchtet hellweiß, es pfeift überall. Du wirst auf jeden Fall wach und du kriegst auf jeden Fall mit, dass das Haus brennt. Auch den Wassersensor haben wir fürs Video mal testweise aktiviert. Funktioniert super schnell, da reicht ein bisschen Wasser und man merkt sofort, ah okay, im Keller steckt irgendwas leck. Man kriegt die Nachricht aufs Handy, zeige ich euch hier nochmal. Dann so sieht das Ganze aus in der App. Man kann das auch einfach wieder deaktivieren, muss halt dann kurz warten, bis der Sensor unten das Wasser wieder verdunstet hat. Ich packe euch auch unten nochmal die Links rein mit den Sets, die meiner Meinung nach ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Für 30 Euro je Sensor finde ich die Preise wirklich fair. 50 Euro, ja, es ist halt sehr klein und im Endeffekt 50 Euro sind echt viel Geld. Von daher für 30 Euro finde ich die Preise wirklich fair. Bei 50, aber gut, es gibt ja genug Händler, die das Ganze deutlich günstiger anbieten. Von daher kauft einfach da kriegt ihr mehr fürs gleiche Geld, mehr Sensoren im Starterpaket und auch die einzelnen Produkte sind deutlich günstiger. Aber genug geredet, das Video müsste jetzt mittlerweile irgendwo bei 10 Minuten sein, reicht um die Werbung einzublenden. Nein, natürlich machen wir sowas nicht. Bis zum nächsten Mal.